Das sind Gleidels, weil ich wieder hinter Mikrofon und gleich voraus schickend. Möchte mich für die Mütze entschuldigen. Das ist nicht einfach nur ein Tick. Ich hab normalerweise sowas nie auf. Mir ist nur in letzter Zeit permanent das Deppere, vor allem seitdem ich wieder die Glatzen hab, permanent das blöde Headset verrutscht auf dem Schädel. Und also ich dachte, na, irgendwas, wo man einhakeln kann oben, und das hat da oben so einen Nuppel, das Mützel. Das widerliche Einster-Klassik-Mützel. Und da hakelt das Headset ein. Und so ist es stabil. Das ist reine Zweckmäßigkeit und nicht irgendein beknacktes Modezugeständnis. Tut mir leid. So. Schauen wir wieder aufs Wesentliche, nämlich zum Fortschritt auf Sid Meier's Civilization Beyond Earth Rising Tide. Und wir haben in der vergangenen Runde New Tauplitz gegründet. Unsere zweite Stadt. Da oben, sehr reich. Futter, Öl, Floodstone, Biomass, Xenomass. Die Straßenverbindung hergestellt. Und beim Straßenbau leider Gottes Opfer hinnehmen müssen. Nämlich einer von unseren Bauroboter ist im Miasma zum Steckhammer und krepiert. Das heißt, ich brauche ganz dringend wieder eine Baueinheit. Die muss ich dann, nachdem da, was ist da, nachdem das Pharma Lab fertig ist, muss ich das angehen. Wir rennen jetzt schon langsam in gewisse Probleme, wie zum Beispiel, offensichtlich geht die Colony Health zurück. Liegt am zu wenig Essen. Na, minus 2% Growth in Cities. Warum ist das so? Überpopulation schaut's aus. Naja gut, es gibt ja Bauwerke und Einrichtungen, die uns die Volksgesundheit wieder ein bisschen nach oben drucken. Werden wir uns dann darauf konzentrieren. Auf jeden Fall, es ist närmer als eitel wonne Sonnenschein im außerirdischen Paradies. Jetzt stoßt man schon langsam auf Probleme ab, wenn es nach wie vor noch kleinere sind. Okay. Wo ist der Explorer? Der Explorer kommt gerade wieder. Was tut der da? Der sollte doch exploren. Er hat ja ein Modul. Wieso hat der da nicht irgendwas ausgehauen unlängst? Ha. Kann mich gar nicht erinnern, aber der sollte da jetzt. Der wird dann da mal verschnaufen und dann da nach hinten schauen, hinter dem Bergkamm. Habe übrigens keine Ahnung, wie sich das blöde Schirmmützel auf die Akustik generell auswirkt. So, heile, heile Rover. Ich sage immer Rover, es ist natürlich Explorer, aber wer die Bilder vom Mars kennt und die Mars Exploration verfolgt hat in den letzten 20 Jahren, der weiß, dass die Dinger, die da um und umschwirren, ausschauen wie das Teil und die heißen Rover. Und deswegen sage ich auch permanent Rover zu dem Ding. Wir haben ein U-Boot gebaut. Genau. Das ARC, das ARC-U-Boot, ich nenne es Nautilus 1, lungert da im, was ist das, Wasabi-Feld immer dumm. Okay, gut. Der da, in der Mangelung von freien Flächen für Hinterberg selber, habe ich mit dem schon mal angefangen, den Straßenbau Richtung Süden einzuleiten, weil da unten, finde ich, auch ganz guter Fleck ist für Stadt. Da gibt's Titan, da gibt's gut Essen, da gibt's in weiterer Folge auf der Seite voll viel. Da gibt's Öl und Silizium, ja, vielleicht sogar, dass wir da hergehen. Auf jeden Fall wird's im Süden sein und dementsprechend fängt der da schon mal zum Straßenbauen an. Der da oben baut schon und damit steigen wir in die nächste Runde ein. Und man merkt da schon anhand der länger dauernden Rundenberechnung, dass sich schon viel, viel mehr tut auf der Welt als ganz am Anfang. Also es wird schon langsam, wir stehen bei Runde 247. Es wird schon langsam ziemlich geschäftig auf dem nächsten Planeten. Nur Hinterberg ist gerade gewachsen. Juhu.
Wo will ich hin mit der Stadt? Ich glaube, ich will daher. Das ist doch auch schon ein ziemlich cooles Gebiet. Sichert man dann die Siliziumfelder da oben? Das sind alles Sachen, die man sicher brauchen kann in weiterer Folge. Oh, Seedworm, Alarm, da herum. So, das war das Farmerlabor. Und jetzt braucht New Hinterberg was Neues. Der Militärler will nur zweites U-Boot. Und was will ich? Wir haben noch kein Trade Depot. Das brauchen wir unbedingt. Trade, ein Handelsdepot brauchen wir. Von dem aus, das ist Startpunkt für Handelskarawanen, die man zwischen den eigenen und zwischen befreundeten Städten von anderen Spielern, also in dem Fall NSCs, hin und her schicken kann. Außerdem generiert das Zeug politisches Kapital. Und das ist eine Ressource, die ja wirklich sehr, sehr rar ist. Also, wenn man nicht auf Hardcore-Diplomatie geht, dann kommt da echt wenig rum. Dauert nicht lang, 12 Runden. Your City Count. Die nerven schon wieder. Hört's endlich auf, uns zu beschimpfen, ihr Pfosten. Unglaublich. Feindliche Viecher. Feindliche Viecher finde ich scheiße. Das Gebiet kommt man eigentlich an untersuchen, aber jetzt möchte ich erstmal wissen, was hinter dem Gebirgsmassiv da ist. Na, da oben haben wir ja schon gut erforscht, nämlich da einmal rundum. Aber bitte ohne von irgendwelchen außerirdischen Bugs verspeist zu werden. Das war mir nicht recht. Größen Bogen. Bleibt schön cool, Käferl. Bravs Käferl, ja, wo ist Käferl? Ja, da haben wir richtig schöne große Wüste. Franco-Iberia. Das sind gerade die Spanier und Franzosen zusammen, die haben, da hätte das gedacht, was seid ihr? Alien Scarabs. Alien Spare Ribs, more like it. Das sind so die Kier, die Bison-Horden. Die Außerirdischen. Wenn man es mit der Frontier vergleichen möchte, amerikanischen. Oh shit. Oh shit, it's many. Mal lieber da her. So, der ist mit dem Straßenbau fertig und wird sofort anfangen, nur Doppel zu entwickeln. Und wir fangen an mit der Erschließung von dem alten Feld da unten. Das Futter. Futter brauchen wir für die Stadtentwicklung und das ist notwendig. Dem nicht angreifen, Käferl, nicht angreifen. Constructor Farm. Yes, please.
Was brauche ich jetzt eigentlich in dem Hinterberg? Also Straight Depot. Und danach, bitte lass mich nicht vergessen, unbedingt ein Baucrew. Da juckt die Nasen, was ist denn los? Ja, Straße ist erstellt. Weiterbauen. Der steht wieder völlig unmotiviert im Miasma rum, der Penner. Und das da ist eine echt schwierige Gegend. Voll zerklüftet, gar nicht gut. So, mal ausheilen. Und dann da weiter rumfahren. Also ist alles voll. Ja, möglicherweise ist es eine Bugscheiße. Also Methangas à la Spacebug. We have discovered alien life on our new world. Ja, das ist richtig. Unsurprisingly, it grows, reproduces, dies, and cannot understand French. Okay, netter If you Remark. can, touch a seed worm as it moves by. That will teach you all you need to know about the insignificance of humanity. Siegwurm angrapschen. Oh Gott, ich gehe immer weiter in Richtung Treehugging. Nein! Was ist das? Leash Alien? Take control of a target adjacent alien unit. This unit will suffer moderate damage in the process. Warum soll ich das machen? Warum soll ich das machen? Verstehe nicht. Was ich verstehe ist, dass ich weiter forschen kann. Okay. Schauen wir mal. Was ist das? Gene Vault. Water Refinery. Bringt mir Petroleum. Brauche ich das dringend? Oh Mann. Gehen wir mal lieber auf Ballistik. Sentinels, Rocket Batteries und Stellar Codex. Aber das ist wieder Purity. Das will ich nicht wirklich. Faraday Gaia. Bringt mir Kapital. Geothermal Wells. Das wäre eher das. Das wieder. Ja, gehen wir auf die Geophysik weiter. Dann kann ich Geothermal Wells nutzen. Machen wir das einmal. Das ist eventuell potenzielle Energiequelle, die man ausnutzen sollte und dann drüben bei Power weiter tut. Power Systems, die Energy da pimpt für die Geothermal Wells. Möglicherweise kann als schlechter Pfad der Entwicklung. Ausheilen. Und wir können wieder was upgraden. Wir können einen Rover upgraden, den wir nicht haben. Flanking Strength. Attacking Fortified. Ja, das ist gut. Siegebreaker, mehr oder weniger. Und der Submarine. Jawohl, das ist gut, weil das haben wir mal erst zur Abwechslung. 20% when attacking onto Coast Terrain. 20% when attacking onto Ocean Terrain. Naja, wollen wir jetzt erst auf Ocean Terrain, oder? Bist ja schließlich ein Submarine und kein Subterrain Marine. Passt. Jetzt schauen wir mal noch bei die Affinities, in welche Richtung das mal geht. Oh ja, es geht in Richtung Harmony. Oh nein, ich will das nicht. Ich will kein Hippie sein.
have something that needs your attention. Wirklich? Was ist das? Aliens detected near New Tauplitz. Ich brauch ganz dringend so einen Fans. Kann ich den da auf die Gachen bauen, glaubt's? I have something that... Purchase. Ultrasound. Ja, geht's ja aus. Bauen wir hin. Dann können die da nicht meine marinen Gebiete angreifen. Das finde ich gut. Brauche ich dringend. Ich weiß nicht, ich bin da eher der Play-Safe-Typ. Und choose a production für nur Hinterberg. Und da haben wir gesagt, wollen wir jetzt einen Worker. Genau. Und weiter geht's. Ja, ja, bewundert mich, liebe Mitspieler, denn ich bin Wissenschaft incarnate. Geophysik gärt und brodelt im Labor. Finde ich gut, was macht er? Er heilt immer noch. Energy Rate gefällt einem jetzt auch. Ja, mal so, also die Mitspieler, ich weiß ja nicht. An agreement with Franco-Iberia for estate tax, na wirklich nicht. Wir werden kann sicher keine Steine einführen, nur weil die Franzosen, weiß ja nicht, eine Champagnersteuer einführen wollen. Nicht mit mir. Ich frage mich, was das bringt, wenn ich einen Alien-Leash, also an die Leine nehme. Schon wieder feindliche Aliens, nochmal feindliche Aliens, nochmal feindliche Aliens. Oh nein, wir werden alle sterben. Haut bloß ab. Ich bin Treehugger. Das sind riesen Wälder da. So Alien Forests. Schaut sicher auch cool aus, wenn man da durchgeht. Ganz komisch. If the personality traits you currently have don't seem as useful anymore, you can exchange them for new ones. You have enough diplomatic capital to do this now. Visit the diplomacy section and see if any of the alternative traits are more attractive. Nutauplitz ist gewachsen und wächst fein weiter. Außerdem kann Nutauplitz was bauen. Und was baut Nutauplitz? Mal die billigen Sachen. Nutauplitz baut in 61 Zügen aus Sightzone Nursery. Passt. Würdig und recht. Und die haben sich verpisst, weil der Zaun steht. Voll gut. Da ist ein Dropbot, den können wir jetzt wahrscheinlich nicht wirklich erreichen, weil die Käfer im Weg sind. Schauen wir mal, vielleicht hauen sie ab. Stückelt so wie geht. Oder wir leashen die jetzt. Genau, das probiere ich jetzt. Leash Aliens. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Jetzt müssen wir da jetzt im Miasma drin warten. Warte mal. Na, geht nicht. Okay, wir warten im Miasma. Na, Moment! Bullshit, die kann ja aufs Wasser. Und was ist das gewesen? Alien Nest discovered. Aha, da kämen die also alle her. Fein, fein, fein. Wir retten uns auf den See und sind vollkommen eingekreist von Killerbestien. Wie schauen die eigentlich aus, wenn man genauer hinschaut? Ja, wie riesige Gottesanbieterinnen so irgendwie. So, ich probiere das jetzt. Leash. Was leash ich denn? Leash Eich? Na, Eich. Eich leash ich. Das ist hinkaut. Kennt ihr jetzt mir? Ja, die kennen mir. Wie geil, ich hab Aliens. Ich hab Käfer und ihr nicht. Cool. Ich hoffe, das verärgert nicht die anderen Käfer. Und leash mal gleich weiter. Leash next.
Wie geil. Ja, voll super. Ich kann jetzt. Ich habe jetzt echt einen ganzen Arsch voll. Käfer, die mir helfen werden. Auf dem Weg zurückzukommen. Sehr cool. Fragt sie nur, wie lange. Wie lange die Leash hält. Das sind auch meine Käfer. Wie viele Käfer? Skarabäusch! Oh, bleib schnell da. Was ist da jetzt passiert? Ready to launch? Was, schon wieder Solar Collectors? Okay. Die schießen wir diesmal über nur Taublitz. Sehr geil. Damit haben wir ein feines, zusammenhängendes Satelliten-Coverage-Gebiet. Da freuen sie sicher die Handyanbieter. Bin überzeugt. Ach, die haben sich gegenseitig drüben, ey. Your explorer has noticed something strange nearby. It could be a ruin, some sort of wreckage, or perhaps alien in nature. You should order your explorer to the site and excavate it to see if there is something worthwhile to be found. Jo, weiter geht's mit Straßenbau. Gehen wir dort so durch, oder? Da gehen wir oben durch, so. Ja. Ah, die leben ja noch. Ja dann, mach mal heile heile. Oder noch besser, geh exploren. Ah, ein Kreis. Heilen. Bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was das bringen soll. Wenn man sich da einzelne Alien-Einheiten an die Leine legt, unter Anführungszeichen. Ich hätte mir gedacht, dass man die dann wirklich mit dem Explorer mitzahlt und in so ein Alien Preserve zu Forschungszwecken reintut. Dass man im Prinzip die seine Forschungsobjekte selber fangen muss. Das hätte ich mir gedacht. Aber das scheint es nicht zu sein. So, muss aber noch mal. Ja, das ist die Expedition Site. Thank you. Du tust heilen. Du bist dir jetzt gar nicht mehr gut. Und meine Käfer, meine Pet-Bugs werden ausradiert. Das taugt die anderen gar nicht. So, Fremdherrschaft. Na, das doch. Boah. Bist du ein halbes Stück jetzt zu. Ich verzieh mir lieber noch ein Stück viel. Da, weg da. Sleep. Vielleicht passiert mir da nichts, wenn ich mich tot stelle. Ja, ja, da haben wir Straßenbau. Da Unit was killed. Das ist mir wurscht. Das sind nur Käfer. Entschuldigung, wenn das jetzt nicht politically correct ist. Auch Käfer haben Gefühle. Wie jetzt kommt jetzt die Attacke oder was? Excuse me, I have important information. Was ist da los? Und da haben wir Landgewinn, allerdings voll am Miasma. Und das sind Alien Manticores und andere Aliens, nur die, ich schätze mal, die sind vom Siegeworm aufgeschreckt. Nehme ich mal an. Ich hoffe nicht, dass ich da hinten jetzt einen Krieg mit den Eingeborenen angefangen habe. Das wäre mir überaus unangenehm.
Und die nächste Quest Decision. Storage Solution, Quest Decision. The construction of the Trade Depot is practically complete. While it is currently operational, there is a disagreement between the engineers about the intended use of this and future complexes. Some argue that it should be finalized primarily as a storage space, while others contend that we should streamline it for trade. Was bringt was? Streamline for storage bringt Produktion. Streamline for trade bringt Strom. Und ich will Strom. Strom ist wichtig. Strom ist gut. Strom stecke ich mir auf meinen Hut. Greift ja an. Nein, ich tue nichts. Was ist? Ich hab doch eh schon einen Bauauftrag gegeben. Ich muss da jetzt jede Runde einen neuen Bauauftrag geben, oder was? Weil Wüste ist, oder wie? Dann hab ich die Ehre. Ja, unser Subsonic oder Hypersonic Fans, der hat dann 3er Radius, 1, 2, 3, das heißt, selbst wenn ich da jetzt den neuen Bautrupp hinschicke zum mal entmersimarisieren, werden wir die nicht angreifen. Ist noch innerhalb des Schutzzauns. Maschendrahtzaun. So, und das machen wir sofort. Guten Tag. Und bauen als nächstes. Schon wieder Kolonisten. Na, noch nicht. Alien Preserve mal, hä? Wie schon haben. Bringt mal Culture and Capital. Alien Preserve. Let's play along, Planet. Hast recht. Und da muss ich wirklich jedes Mal wieder einen Baubefehl geben. Unglaublich. Also in der Wüste zu bauen schaut aufwendig aus. Der hat wieder eine Runde auslassen, Vollpfosten. Gebt mir das am Sack. Boah, jetzt wenn's da war schon immer mehr. I should want to clear miasma. This will fail the quest cultural burden. Ah, okay, gut, dann nicht. Lassen wir das als Landmark stehen, mehr oder weniger. Und gehen. Und fahren auf wie noch New Taublitz statt den Dücken. Das ist gut. So machen wir das. Die sind fertig, das ist gut. Mit euch tun wir da noch einmal. Kann ich jetzt Strom erzeugen oder Nahrungsmittel erzeugen? Ich gehe nochmal auf Nahrungsmittel. Und nur die Alien Population da oben wird aber jetzt schon erschreckend viel größer. Da krieg ich schon langsam ein bisschen die Krise. Was ist eigentlich mit dem Explorer los? Der ist immer noch nicht fertig. Alter. Ja, was man jetzt Agreement recommendet? Nein, ich will keine Agreement, solange mich keiner um uns fragt.
Was ist jetzt eigentlich mit den Trades? Kann man da was Nikes machen? Political. Das habe ich jetzt gekauft. Covert operations complete 40% faster and require one less intrigue level to attempt. Cool. Und wir haben dann nicht mehr genug für irgendwas anderes. Aber wurscht. Jetzt tut es einmal, ohne dass der Mr. Tutorial was gesagt hat, hätte es funktioniert. Auf das hat er mir jetzt nicht aufmerksam gemacht. Ja, okay, man kann sagen, schalt doch endlich aus den Scheiß. Aber darauf muss ich ja wieder nicht fürchten, mich, dass ich dann andere Sachen übersehe, weil ab und zu gibt er ja doch sinnvolle Ratschläge. Ja. Ja. Was war das? Der. Genau, du sollst da aufgefallen. Du sollst, wo fährst du hin? Da fährst du hin. Das ist ein Ölfeld, oder? Petroleum, ja. Ich befürchte, ich kann Petroleum noch nicht abbauen. Das wird man aber demnächst einmal, sobald der Geophysics fertig ist, sollte man das aber dann einmal machen, also erforschen. Ölabbau. Ja, seht ihr, was so Straßen bringt? Das geht doch gleich alles viel flotter, die Truppenbewegung. Und was ist mit... Der ist immer noch nicht fertig gekillt. Boah. Es zart sich wie ein Germteig. Energy Raid gefällt einer. Ah, mittlerweile bewundern sie ihn wieder. Finde ich gut. Das ist alles voller Käfer, ich komm. Ob ich da überhaupt zubekomme, ist die Frage, aber er wird schon gern buddeln da. Buddeln tut's da. Excuse me, I have important information. Na, endlich! Der ist angekommen und baut dort oben eine Farm, ja. Das ist auch suboptimal, dass die Name Tags teilweise, wenn man nicht, also, wenn man nicht auf der richtigen Position auf der Karte ist, vom Zoom-Faktor und von der Position her, die Ressourcenmarker überdecken. Suboptimal! Die, nicht nur die Ressourcenmarker, sie verdecken sie gegenseitig. Wenn ich da zum Beispiel Marines einstellen auf dem Hinterberg, dann wird dann immer und für immer das Marine-Symbol über dem HIN liegen. Das ist Nuterreberg. Und das ist ein kosmetisches Problemchen. So, und du Wüstenhupfer, schaufelst mir weiter die Umgebung frei. Nein, da geht's nicht weiter, das gibt's ja nicht. Unglaublich. Hoppala. So klingt es, wenn man heutzutage Zigaretten umfällt. Ja, ja, die Zeiten ändern sich. Mist, verdammter. Also das Gebiet ist absolut nicht zugänglich da rein. Geht mir jetzt schon ein bisschen am Sack, ganz ehrlich, weil du kommst einfach nicht durch, keine Richtung. Viel zu viel außerirdisches Material da.
einen Zug versammelt. Ab und zu geht's unglaublich schnell. Nächster Zug, nächster Zug, nächster Zug. Ab und zu dauert's ewig. Und es gibt keine akustische oder optische Aufforderung zum Weiterdauern oder Stehenbleiben. Und es ist irgendwie alles sehr komisch. Kann weiterkommen. Unglaublich. Und wieder kurzer Einblick in mein Fantasy-Hirn. Die Erforschung des Kongo oder Schwarzafrikas während der Kolonialzeit war sicher auch so ein Vorhaben. Das haben nur diejenigen gemacht, die sich wirklich was traut haben, weil einfach die Widrigkeiten und die Unbill in der Gegend so groß waren, dass sie nur die Mutigsten oder die Deppertsten, je nachdem wie man es sieht, zu betraut haben. Und dann entstehen... Oder Subkontinent Indien oder so, ne? Und dann entstehen Sachen wie das Dschungelbuch oder Heart of Darkness. Ah, jetzt haben wir wieder was hergeschenkt, super. Mei. Kann man da nicht drüber? If the personality traits you. Na, es gibt keinen Ausweg, also scheiß drauf. Ich lass das da jetzt. Das ist mir zu stark. Der Zentrum von dem Kontinent ist ein Wahnsinn. So. Better living through chemistry. Quest decision. Earth pharmaceutical industry was at its peak during the 21st century. While the drugs of that time were severely limited in ability, they did open our minds to the full potential of pharmaceuticals. Now that our pharma lab is functional, our technology has finally caught up with that potential. We just have to decide how to best utilize it. Enhance functions or life extension. Was macht das? Science? Health. Ey, nehmen wir mal Health. Ja, gut. Gefällt mir. Bringt die Leute was und das ist würdig und recht. Boah, der Straßenbau zahlt sich da, bist du narrisch. Das könnte eine längere Folge werden, weil bis ich da unten bin und oder da eine Stadt aufbaue, das könnte noch dauern. Alien Preserve wird auch nicht so recht werden. So, was machst du? Du machst die Flatter, du verzickst die Horn, Dude. Kannst da noch ein wenig aneinander forschen. Schon wieder bis zum Knie im Ersten. Straßenbau. Jetzt mal wieder Wandertöne, die man in Fortschritt niedermacht. Es ist komisch, immer wenn ich YouTube juckt mir die Nasen. Ich muss die ganze Zeit an den Nasen rumfingern. Desert Hills. Desert Hills River. Und wir erstmal das volle Programm. Wir werden dann die Straßen da raufziehen und dann direkt durch die flache Wüste da so rein. Zack, zack, zack. Das dauert.
Ja, ruft sie mal bei der Asfinag an und fragt sie nach, ob Straßenbau ein Kindergeburtstag ist. Die werden auch sagen, nein. Vor allem in unseren Wüstengebieten im Osten und Süden des Landes. Dauert bloß ewig. Darum ist auch die Maut zu hoch. Da wieder nicht aufgehört. Schon nächste Runde ist. Wo würden wir eigentlich hin? Ich will eigentlich wieder heim. Wenn wir da den Anschneider da obi. Da wieder im ersten Mal stecken, eh klar. Ah, drauf geschissen. Ich bin's im Wald, Hanslicht, ein lustiger Bub. Draho. We, the dust of a dying world, must listen to the stones of a living one. Kavita Thakur, the Exodite Sutra. Oh Gott. Der Esoterik-Scheiß geht mir am Sack. So, ich wollte irgendwas machen. Ja, genau, das da so. Petrochemical Plants. 29 Runden, bitte. Weil dann kann er die riesen Ölfelder da drüben ausnutzen. Und wer will das nicht? Fragen Sie Norwegen. Die werden Ihnen sagen: Öl werden die Ihnen sagen, ist eine ganz tolle Sache. Pardon me, I may be able to assist you. Shut up the fuck. Da war riesige Wälder. Ich glaube, ich habe Brasilien entdeckt. Das ausländische Brasilien. Tja, und du bist offensichtlich sowas wie ein Meerespool. Na, gar nicht. Your explorer has noticed something strange nearby. It could be a ruin, some sort of wreckage, or perhaps alien in nature. You should order your explorer to the site and excavate it to see if there is something worthwhile to be found. Das Blöde ist nur, das ist mitten im Miasma. Ich muss einmal ausheilen, ein Wengerl. Also, jetzt noch nicht, nächste Runde. So, der ist mal endlich fertig mit der Straße, oder? Glaube ich halt. Na, immer noch nicht. Na, doch, ist er. Jetzt geht's da oben ins Miasma und da wird dann Miasma beseitigt. Die meckert schon wieder, die dumme Nuss. Wohin denn da eine? Da eine, da her. Da ausheilen und dann da eine und buddeln. Und das wird auch phasenweise grober. Weil. Schlitzlitsch. Sag mal, was ist eigentlich mit alle anderen? Die bauen da und bauen da und bauen da monatelang an irgendwelche grundsätzlichen Kleinprojekte. Ist ja erstens. Ja, Relationships and Jeopardy. Du kannst mir mal kreisweise. Du heilen. Also das. Die NPCs, die Mitspieler-NPCs, die fallen mir an. Die meckern die ganze Zeit, tragen überhaupt nichts Produktives bei. Wollen haufenweise von der Kohle haben,
für irgendeinen Scheiß. Und wenn du es nicht tust, dann werden es Bs. Drohen damit Krieg etc. Das geht mir ordentlich am Sack. Gefällt mir nicht, Phyrexis. So, die sind wieder super. Also die Araber sind die vollen Fans wegen der Technologie. So, da ist endlich mal was fertig zur Abwechslung. Und wir gehen da wieder. Futter, 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 bauen wir Energie. Noch einen an. Was ist das eigentlich? Das könnte eine Site sein, die das ausbütteln kommt. Tschüss Production, irgendwas ist fertig geworden. Die wollen wieder einen Colonist. Das will ich nicht. Was ich will, ist einmal ein Trade Convoy, den wir zwischen nur Tablets und nur Hinterberg hin und her schicken. Und dann haben wir schon wieder eine Capational Hazard Quest Decision. Our research shows these aliens can not only be trained to perform complex tasks, but can even show affection. How will this information affect our future relationship with these creatures? Should we put them to work on our farms or give them peaceful homes with our families? Adopt wildlife. Train for labor. Ich finde das irgendwie cool, auch wenn es hippie-mäßig ist, aber also außerirdische Bugpads, das finde ich schon cool. Adopt Wildlife. Das geht dann wieder in Richtung Harmonia, ja, was so ist. Cool. The best lesson the raptor can teach you is to be grateful for the prey that sustains you. The worst lesson it can teach you is a practical demonstration of that point. Okay, und jetzt müssen wir da mal schauen, was kann man da jetzt machen? Wir können in Richtung, was kann man da machen? Die Social Moors vielleicht einmal ein wenig pushen, damit man dann da auf, ja, Health, Meta-Sociology, oder? Production. Na, gehen wir auf die Moores, ja, damit wir da kein Loch im Tech Tree haben. Ah, wir können zwei machen, Moment. Wir können zwei nehmen, dann nehmen wir auch zwei. Nehmen wir gleich das. Ja. Ja, gut, Knowledge, wir sind voll die Smart Asses. Spitze. Und upgraden kann man. Missile Rover, den wir nicht haben. When attacking cities against land units. Gehen wir mal, wir haben nicht vor, irgendwelche Städte anzugreifen, zumindest noch nicht. Gehen wir mal auf Land Units. Und was machen wir mit den anderen? Die anderen Sachen kann man nicht upgraden. Okay. Jetzt möchte ich nochmal meine Affinities checken. Ja, ja, es geht in Richtung Treehugging. Ah! Das habe ich nicht gewollt. So, und du, mein Herr, du baust dort oben eine lustige Windanlage oder was auch immer das für Generatoren sind. Der bei der Farm. Was ist das? Was ist jetzt kaputt? Oh, jetzt ändern sie meine Architektur. Ändert sie. Das ist ja cool. Geil. Sehr geil, das gefällt mir. Der da krepiert, weil er rumsteht. Wieder mal. Komm da raus und heil dich aus. Und die Viecher, die werden wir jetzt dann lieb haben. Dann kann ich da schalten und walten, wie ich mag. Das sind dann alles meine Freunde. Ja, gefällt mir eh. Mag ich gern. Der ist fertig. Jetzt graben. Du geheilen. Bin jetzt schon wieder am
einen Bautrupp im Miasma verlieren. This may be helpful. Der ist fertig mit der Farm. Und als nächstes baust man da oben eine Mine. Ne? Nütze Aublitz blöd und gedeiht. Gott, das schaut geil aus. Die neue Architektur schaut auch cool aus. Wer hätte gedacht, dass Ökoaktionismus so stilvoll sein kann? So, wir müssen jetzt wieder auch kommen auf den auf unseren Explorer, damit der Miasma nicht krepiert. Ah, super, dann schlingen die Aussehen schon auf der Tacken. 30 Runden, gescheißen. Grobung im Wald, das dauert jetzt länger. Nächste Quest Decision. Die Quest Decision, die mag ich, weil es direkte Auswirkungen auf die Produktivität von meinen Leuten haben. Zoology, Quest Decision. This planet's indigenous creatures have given us trouble for quite some time. But that is about to change. Now that we have a working alien preserve, we can study them in their natural habitat. What we learn from these aliens can be utilized within our daily lives, not just to make us stronger, but to make us more resilient to the dangers we face. We simply have to introduce the appropriate stimuli into the preserve and study the results. All units plus 5 healing for study aliens resilience. Oder study aliens weaknesses. Science and... Ja, klar. Das kommt gut. Wie gesagt, alles für die Wissenschaft. Ja, und die Chinesen nerven rum. If the personality traits you currently have don't seem as useful anymore. Genauso wie das Tutorial. Der ist fertig und geht wieder ein Miasma bügeln. Und da drüben, die müssen jetzt raus hier. Die müssen raus, ihr müsst da auf Zeiten und ausheilen. Hätte jetzt die letzte Decision, hätte man schnellere Heilung braucht, ist klar. Wäre jetzt momentan brauchbar gewesen, aber in the long run glaube ich, dass einfach Science und Science und was andere Energie wichtiger ist. Was baut denn überhaupt in der Hauptstadt? Die Hauptstadt hat ja schon wieder Land dazu gewonnen. Ja, ja, da hinten, da muss man dann arbeiten. Ah, Bett, also Öl. Cool. Mehr Öl für Neuhinterberg. Blitz gewachsen, viel gut. Die heilen fröhlich vor sich hin und der, auf den muss man jetzt auch wieder aufpassen. Oh ja, auf den aufpassen. A Faraday Gaia has been built by another colony. Die anderen bauen wie depperten Weltwunder und die blocken mir immer noch mit irgendwelchen Spraydosen und Miasma-Wolken. Excuse me, so. I have important information for you. Jo, danke. Jetzt werden wir eine Trade Route einrichten. Das wollte man jetzt eh sagen, aber ich weiß das auch, wie das geht. Glaube ich halt.
Establish Trade Route und da kann man jetzt nur Tablets einstellen und zwar Production Pattern. Na, warte mal. Essen pro Turn? Essen pro Turn, Food pro Turn. Und der fährt dann von ganz allein da hin und her und die Straße ist für den Fisch, weil er nimmt den Seeweg. Und da bauen wir jetzt. Sollen wir schon neue Kolonisten bauen? Ah, die Spy Agency, ja endlich, kann ich die kaufen? Das, die möchte ich nämlich echt haben. Wo ist sie hin? Na, die kann man nicht kaufen. Weltwunder kann man nicht kaufen. 37 Turns für die Spy Agency, das wird ja wohl hoffentlich schnell genug sein. Super, sehr gut. Wieder mal eine Runde heilen. Bah, der Straßenbau ist schon zack. Langwierig, bist du narrisch. Na, Technology taugt einer an. Es ist auch nur am Meckern, nur am Kritisieren. Also, man ist ja echt am Überlegen, ob man nicht. Man ist ja echt am Überlegen, ob man nicht eine schlagkräftige Armee aufbauen soll und die ganzen Penner einfach über den Jordan püsteln soll. Ist ja echt nervig. Und das lasse ich jetzt da als größtes Problem von Beyond Earth an. Diese beschissenen NPCs, die sind nur am Nerven. Wie lange dauert das da? 26 Minuten. Und es ist mal so, mal so. Einmal sagen sie, ja, voll super, deine Energierate taugt mir. Deswegen, weil du so viel Strom produzierst, steigen unsere diplomatischen Verhältnisse. Aber du hast als kleine Armee. Biochemistry on this world is like a good contract. It looks straightforward, but there are some real devils in the details. So. Jetzt können wir mal Öl abbauen, das ist gut. Was möchte ich noch? Warte mal, was sagen meine Berater? Meine Berater sagen, du Biologie studieren. Bringt mir was am Ende? Euphotic Strand. Boah, Biology ist aber nicht schlecht. Biology ist überhaupt nicht schlecht. Da haben wir nochmal Gene Vault. Haben denn die anderen nicht schon gebaut? Haben denn die anderen schon gebaut? Ich weiß nicht, ich glaub. Na, Faraday Geier und Stellar Codex haben die anderen schon gebaut. Boah, das sind schwere Entscheidungen. Biofuel Plant. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme die Biologie. Ja. Ich nehme die Biologie. Da hat er mal recht, der gute Berater. Es ist in dem Game irgendein Hintergrundsound, undefinierbar, der klingt wie ein Handy, das auf lautlos vibriert. Und das macht mich irre. Ich greife die ganze Zeit zum Telefon, greife auf, ob es vibriert. Tut es aber nicht. So, irgendwas passiert. Ah ja, Arbeiter ist fertig und das trifft sich gut, weil jetzt wird Öl abgebaut. Petroleum. Steinöl. Da
ist fertig und geht wieder Miasma putzen. Und der baut mir a Petroleum Well. Petroleum Well. Choose Production. Was braucht man? Was wollen wir? Ein Recycler wollen wir. Sagen beide. Was macht das Network? Was macht das Network? Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Bist du narrisch? Na, aber ich gehe mal mit dem, was meine Berater sagen, sollen ja auch nicht vollkommen für einen Fisch sein. Das passt schon, das passt schon, das passt schon. Auf den muss man aufpassen. Wow, auf den auch. Gescheißen. Gott. Also wieder unglaublich lange Rundenberechnung. Ja, hallo? Da, so. Heilen gehen. Der ist fertig. Super. Passt. Brauchen wir nur noch auf eine Einheit aufpassen in der Zukunft. Straßenbau und heilen. Boah, und das Feld braucht ewig, bis wir die Grabung durch haben. Das dauert ja Millionen, wird das dauern. Auf die Art. Der ist fertig. Dann werden wir jetzt mit dem da heroben. Na, da, ich pfeife jetzt auf die Quest. Ich brauche da noch eine Farm. Das ist mir jetzt vollkommen scheißegal. Da kommt jetzt eine Farm her. Nur Hinterberg braucht man viel zu lang für die nächste Ausbaustufe. So, der kleine Bagger fährt freundlicherweise vor allein dorthin, wo ich ihn schicke. Da muss der dann wieder zuerst Miasma da reinhauen. Macht nichts. Auf die Quest, ich weiß auch nicht, was die Cultural Burden, was das überhaupt bringt. Außerdem, der Deal war nicht wegen der Miasma, sondern wegen der Xenomass. Aber jetzt bewundern sie uns wieder wegen der Technologie, mal so, mal so, mal so. Die Grabung ist aber das Allerschärfste. Mitten im außerirdischen Regenwald irgendwie. Coole Sache. Wenn man sie einversetzt. Und wieder habe ich zwei Einheiten, auf die ich aufpassen muss. Den da. Und den Hansel in der Regenwaldgrabung.
So, wird eh schon wieder eng. Er kann er. Das komische Vibrationsgeräusch im Hintergrund macht mir recht. Der ist fertig mit der Straße, wer hätte das gedacht? Cool. Die Archäologen müssen sich gleich wieder verpissen, gleich wieder Atempause machen. Your explorer has noticed something strange nearby. Das hast du schon lang gesehen, du Vollpisser. Echt. Tutorial, oder die Voice von diesem stiff upper lip English. Hoffentlich geht's da jetzt auf der Ebene einfacher und schneller mit der Straße. Fünf Runden, na, das wird's jetzt hoffentlich ausgehen. Quest received. Genetic entanglement. Our scientists have devoted much effort to the study of this planet's indigenous life forms. They believe these aliens are born with an instinctual memory of the nest's location. If true, we could form a map of the planet's nest simply by studying the biological and chemical makeup of the alien brain. Und was konkret bringt man das? Ich weiß es nicht. Na, es geht nicht schneller. Wüste ist Wüste, in der Wüste ist scheiße, Straßenbahn schaut's aus. Mesmerisierende Tischen der Antimiasma-Spraykanonen. Herrlich. Das wird sie wohl jetzt dann hoffentlich bald mal erledigt haben. Oder? Eine Runde noch. Das geht sie aus. Super. So, und der... Da kann jetzt gar nichts machen. Tut einmal ausheilen. Der buddelt eh noch und auf den müssen wir aufpassen. Irgendwas ist fertig.
fertig geworden. In New Tauplitz haben wir einen Recycler gefinished. Und werden als nächstes ein Trade Depot bauen. Was will eigentlich mein Science Advisor? Gar nichts. Der ist vollkommen zufrieden. Bitte bauen wir ein Trade Depot, dann können wir von New Tauplitz ob ich Sachen exportieren, wie zum Beispiel Produktivität oder was auch immer. Spitzenmäßig sind wir mit der Energieteil momentan unterwegs, das ist schon mal sehr gut. Und das World Wonder, also unsere Surveillance Agency, die braucht auch nicht mehr lang. Das ist ja alles ganz fantastisch. Aber auf den muss ich aufpassen, wie gesagt. Schön, da bleiben. Schlossen fertig, cool. Oh, wieder. Hä? Schlossen Tor nicht fertig? Deppert? Mei, was war denn das jetzt? Ma. Der braucht nur immer 13 Runden, na ja, gut. Doch, dies. Okay, das ist jetzt ein Lag im Game irgendwie. Das hat mir jetzt da einen Zug gekostet. Der ist fertig und jetzt haben wir das Wreckage weg. Und das geht wieder in Richtung Harmony. Cool. Sehr, sehr cool. Und wir haben Xenomasse. Was bringt mir Xenomasse? Was kann ich jetzt machen? Aus Futter. Alien Science Technology is required to construct a Xenomass well. Kann ich bauen? Fällt mir an. Fahren wir da auf. Fahren wir mal da um. Nein, fahren wir da auf. Und tun da oben Miasma entfernen. Und euch fahren wir ins Trockene. Und ihr dort dann ausheilen. So. Gut, dann wird der nächste Schritt sein, Xenomass zu erforschen. Ja. Neues Feld. Öl im Meer, wie geil. Technology Count geht wieder nach unten. Ja, ich weiß nicht, ärgert mich jetzt mal wieder. Warum lese ich es eigentlich? Das ist so für ein Fisch, was die Pfosten da permanent einschießen an Meldungen. Echt. Richtig nervig. Operative extraction. An encrypted transmission has been received. It reads, we suspect one of our brothers in art has been compromised while stealing scientific data and needs immediate extraction. Locate him first. More instruction to follow. Perform steel science covert operation in art. Art. Quest complete. For your eyes only. Super. Ich hab grad das World Wonder gebaut. Ich hab grad die Spy Agency gebaut und jetzt schauen wir mal, was wir danach bauen. Was wollen denn die Cutter? Die wollen mal wieder ein bisschen mehr Militär. Was macht die Artillery? Kann sie die bewegen? Ja. Ja, kaufen wir mal Artillerie. Warum nicht? Warum nicht, sag ich. Sicher. Und da? Convert Ops, Homeland Security, Research and Development, Protection for Wandlists, for each agent at headquarters, Propaganda, Operation Support, Operations Reconnaissance.
for each agent in headquarters. Increases the chance of operation success for each agent in headquarters. Na, habe ich ihre. Plus 2 Health, plus 2% Health for each agent at headquarters. Was sollen wir jetzt machen, bitte? Lowers the risk to convert agents doing operations for each agent in headquarters. Reconnaissance, reconnaissance! So, 3 von den Jungs habe ich und ich soll assign in Art. Was soll ich machen? Ich soll etwas klauen, hat es geheißen. Na, was soll das? Na, 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 na. Wie geht denn das jetzt? Convert Operations. Operation Reconnaissance. Assign. Choose City. Buying, Selling, Black Market. Na. Choose City, Art. Ah, die muss ich da mal hinschicken. Ja, okay. Geh du mal nach Art. Passt. Dann der geht nach Tiangong. Assign. Und der letzte geht nach Le Coeur. Und Assign. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Straßenbau. Weiter. Mal da aus, der tut rasten. Ah, jetzt geht's mit der Covert Ops los. Ja, wunderbar. Und an der Stelle, wir haben jetzt das erste Weltwunder, das kein anderer mehr haben kann. Das heißt, wir sind jetzt die Chef Spies. Das ist super, das taugt mir volle Hitten. Mit der Errungenschaft werden wir die Folge jetzt abschließen. In der nächsten Runde was wüden eigentlich. Ich will herausfinden, wie Xenomass abgebaut werden kann. Ich will irgendwie in New Hinterberg mehr Futter zusammenbringen. Warte, das können wir eventuell noch machen. Wo übrigens ein Artilleriebau. Ich will mir irgendein Gebiet kaufen in New Hinterberg, wo ohnehin schon viel Futter möglich ist. Wie zum Beispiel da herüben. Nein, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht schon gar nicht. Ich bin jetzt echt futtermäßig überhaupt nicht mehr gut drauf. In New Hinterberg. Das mag ich nicht. Warum ist das so? Das Fleckerl war gut. Oder das da. Aber in die Richtung entwickelt sich das nicht. Das entwickelt sich in die Richtung. Das taugt mir nicht. Was will ich? Was will ich? Was will ich? Was will ich? Ich will nimm das da und da baue ich dann einfach eine Farm drauf. Zack. Passt, das gehört mir. Da kommen dann auch Farms drauf. Und aufpassen müssen wir auf den, dass der nicht untergeht. Der braucht nur 8 Züge. Die Archäologen sind noch nicht ganz ausgeheilt. Der Straßenbauer baut Straßen. Und die Agenten sind ausgeschwärmt. Ja, und hoffentlich kommen sie das nächste Mal, wenn wir weiter tun, bei Rising Tide for Civilization / Beyond Earth von Sid Meier. Hoffentlich kommen sie das nächste Mal gut an ihrer Destination und packen schon mal die Agentenkoffer aus. Bin gespannt, was das dann bringt. Wenn wir dann wissenschaftliche Geheimnisse klauen und Sabotage und Insubordination schüren. Okay, bis zum nächsten Mal. Wünsche Ihnen eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Schaut's wieder ein. Das war jetzt eher Monsterfolge, trotzdem. Bear with me. Bis zum nächsten Mal. Bailey out.